was prägt meine Gedanken? Und wir wissen, dass das Gedankenfeld der Ort ist, der am meisten Einfluss über uns nimmt, weil im wahrsten Sinne alle Handlungen, die wir tun, waren zuerst ein Gedanke. Alles, was wir aus unserem Munde sprechen, war zuerst ein Gedanke. Manchmal sind sie reflektiert und manchmal sind sie unreflektiert. Und all die Entscheidungen, die wir täglich in unserem Leben nehmen, hat immer mit Entscheidung zu tun. Das bedeutet, die Entscheidungen, die wir nehmen, haben wiederum mit den Gedanken zu tun. Alles hängt von den Gedanken ab. Deswegen ist das in dem Sinn ein wichtiges Thema, damit du in dem Sinn göttlich denken kannst. Inmitten von so vielen weiteren Gedanken, die in dir ist. Eigentlich stellt man sich immer wieder die Frage, okay Gott, was ist dein Wille, was möchtest du? Es ist immer ein wiederkehrendes Thema. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Erstens, wir hören seine Stimme. Zweitens sagt er, wir folgen ihm. Aber das Schwierige an dem Folgen ist, dass weitere Stimmen kommen. Deine eigene Stimme, die Stimme des Feindes und was auch immer. Vielerlei Gedanken, die in dir sind. Aber letztlich, egal wie lange es dauert, du wirst ihm folgen. Was ich damit sagen möchte, ist, egal wie lange es dauert, Gottes Gedanken werden immer offenbart. Das bedeutet, früher oder später wird der Gedanke Gottes ganz klar in unserem Leben und alles, was wie so eine Form von Chaos ist, fängt an, erleuchtet zu werden, weil wir ihm zugehörig sind. Amen. So, wir wollen so in das Thema hineinsteigen mit einem Zitat von René Descartes. Er sagte, nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe. So, und ich glaube, dieses Zitat bringt einiges auf den Punkt. So, Verstand ist verteilt worden, ist eine Gabe Gottes, sie ist uns gegeben worden, aber jedermann meint, dass er überzeugt ist, genug davon zu haben. Jeder davon ist überzeugt, dass er einen richtigen Gedankengang hat, dass er den richtigen Weg hat, dass er es verstanden hat. Dies ist der Grund, warum wir diskutieren. Dies ist der Grund, warum wir uns nicht manchmal immer verstehen, weil es einen Gedankengang gibt, der in dir ist, wovon du vollkommen überzeugt bist. So, und eines der Dinge, die wir verstehen müssen, Gedanken haben auch immer, also Gedanken sind nie neutral. Gedanken haben immer einen Einfluss. Vergangenheit, Gegenwart, Familie, genau, Freunde. Das bedeutet im wahrsten Sinne, die Gedanken, die wir haben, haben immer einen Einfluss. Und deswegen ist es schwer, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich leicht, aber dennoch schwer zu verstehen, was Gottes Gedanke ist, weil wir in einem Kampf von vielen verschiedenen Einflüssen sind und ständig in unseren Gedanken beeinflusst werden, so dass wir darin ringen und suchen, den Gedanken Gottes zu erreichen. Eines der Dinge, die wir merken, Gedanken sind Überzeugungen. So, und Überzeugungen sind Richtlinien. Der Grund, warum du lebst, wie du lebst, hat auch mit deiner Gedankenstruktur zu tun. Denn das, was du denkst, wird automatisch deine Lebensphilosophie. Und deine Lebensphilosophie ist geprägt von einer Geschichte, die du erlebt hast. Und es ist nicht neutral, sondern es ist ein Beeinflusswort. Die Herausforderung ist es, inmitten des ganzen Einflusses zur neutralen Gedanken Gottes wieder zurückzukehren. Deswegen, wenn man so ein Stück weit dieses Wort sich anschaut, Gedanken, das kommt vom Wort cognoscere und bedeutet etwas zu erkennen. Es bedeutet in dem Sinn kognitive Fähigkeiten, die wir haben, Erinnerungen, Kreativität, mentale Prozesse, Meinungen, Einstellungen, Wünsche und Absichten. So, eines der Dinge, die du merkst, wie ich schon gesagt habe, der Grund, warum wir diskutieren, sind Gedanken. Weil in Gedanken Meinungen sind. So, und eines der Dinge, was problematisch ist in Gedanken, ist, wir erkennen etwas und das, was wir erkennen,
kann auch Teil unserer Identität werden. Ich erkenne etwas und das, was ich erkenne, ist Teil meiner Persönlichkeit. Wieso? Weil du gewisse Situationen erlebt hast und du machst immer ein Fazit aus den Erfahrungen, die du gemacht hast. Weil ich hier enttäuscht worden bin, werde ich in dem Sinn weniger mit Menschen sprechen. Und wir sehen nur den Punkt, warum er weniger mit Menschen spricht, aber der Grund, warum deine Einstellung so ist, weil du viel Enttäuschung erlebt hast. So, das bedeutet im wahrsten Sinne, dein Gedankengang resultiert, wie ich es gesagt habe, von gewissen Erfahrungen, die du hast. Und eines der negativen Dinge, die darin passiert ist, dass Paulus sagt, Erkenntnis bläht auf. So, Erkenntnis macht stolz. So, dies ist der Grund, warum, wenn du eine Meinung hast, dass es manchmal schwierig ist, die Meinung zu verändern, weil du gewisse Dinge bedacht hast, gewisse Dinge gesehen hast, gewisse Dinge vielleicht sogar studiert hast und jetzt kommst du zu einem Fazit und machst einen Punkt und sagst, das ist mein Gedanke und das ist mein Ergebnis. Jetzt aber, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen oder wenn wir vor den Thron Gottes kommen, sagt die Bibel in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. So, und da fängt es an, mit einem Kampf zu sein, wo Gott anfängt, deine Gedanken zu konfrontieren und dir zu sagen, du hast einen Punkt gemacht, aber ich mache aus dem Punkt ein Komma. So, du denkst in dem Sinn, ich habe die Dinge verstanden, aber er sagt hier, du hast noch nichts verstanden, ich möchte dich was Neues belehren. Das bedeutet, die Schätze und die Weisheit Gottes ist unendlich groß, dass immer wieder, dass wir verstehen, Überzeugungen, die wir haben, heute haben, sind meistens nicht Überzeugungen, die wir morgen haben. Überzeugungen, die wir morgen haben, werden in dem Sinn wieder bedacht und irgendwann mal scheint es so, als würdest du wieder eine neue Erkenntnis bekommen. Deswegen laufen wir von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und der Prozess von Erkenntnis zu Erkenntnis ist göttlich, weil wir immer mehr Gott kennenlernen in seiner Tiefe und Breite. Manchmal denken wir, wow, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, ich wandle mit Gott, ich habe schon alles gesehen und so weiter und so fort. Gott sagt, es ist noch nicht mal der Anfang. So, und wenn Gott dir sagt, es ist nicht mal Anfang, was macht das? Es bricht dich nochmal. Wieso? Weil du auf etwas hingearbeitet hast und du sagst dir im wahrsten Sinne, es ist noch nicht das Fazit. Und das ist der Wandel mit Gott, der uns dazu führt, dass wir erkennen, dass wir in unseren Gedanken wachsen müssen, uns göttlich prägen zu lassen. Amen. Eine interessante Situation in Matthäus Kapitel 9, Abvers 4, da heißt es, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? So, hier ist Jesus mit einer Gruppe von Schriftgelehrten. Und die Bibel lässt verstehen, Jesus sah ihren Gedanken. So, dass Jesus ihren Gedanken sah, bedeutet nicht, dass sie unbedingt etwas ausgesprochen haben. Das heißt, wir als geistliche Menschen müssen verstehen, dass der Gedanke etwas sehr Wichtiges ist. Wir benötigen nicht in dem Sinn zu sprechen, wir benötigen nicht etwas zu tun, aber Jesus sieht immer in der Ebene des Unsichtbaren hinein. Das bedeutet, sie sind da und sie sagen sich was in der Clique und sind da und haben einen Gedanken, aber der Gedanke ist nicht ausgesprochen. Das bedeutet, wenn ein Gedanke in dir ist, der nicht ausgesprochen ist, fängt es an, zu einem Selbstgespräch zu werden. Kennst du das? Ein unausgesprochener Gedanke beschäftigt dich selber und du fängst an, mit dir selber zu sprechen. So, eines der fatalen Fehler, die wir machen können, ist das Selbstgespräch. Ich spreche nur mit mir selber im Herzen oder ich spreche mit anderen Herzen, ohne die betroffene Person anzusprechen. So, der Grund, warum sie Selbstgespräche hatten, in ihrem Herzen, in ihren Gedanken, war Jesus. Aber Jesus stand vor ihnen. Aber sie sprachen es nicht, sie sagten es nicht, sondern sie hatten ein Selbstgespräch in sich selbst. Und manchmal ist es so,
dass wir etwas in unserem Herzen, in unseren Gedanken haben und wir sprechen es nicht aus, sondern wir machen ständig Selbstgespräche. Und wenn du Selbstgespräche machst, hat es eine Atmosphäre, die dich begleitet. Eine Atmosphäre der Unzufriedenheit. Eine Atmosphäre der Distanz. Die Person versteht, dass irgendetwas nicht stimmt, aber du sagst, alles gut, alles bestens. Aber im wahrsten Sinne ist nicht alles gut und bestens. Weil die Atmosphäre dich verrät. Weil die Atmosphäre offenbart, dass hier etwas nicht okay ist. Jesus sah ihren Gedanken und sie dachten, sie würden in sich selber sprechen und ihren Gedankengang zu verbergen. Wisst ihr, es gibt eine Entwicklung von Selbstgespräch. Die Bibel sagt, er nannte ihre Gedanken böse. Eines der Tipps, die ich dir heute geben möchte, wenn du anfängst, immer mit dir selbst zu sprechen und du sprichst die Person nicht an oder du sprichst nicht das Problem an, wirst du merken, früher oder später wird der Gedanke böse. Wieso? Weil die Gedanken entwickeln sich immer entweder zum Guten oder zum Schlechten. So, das bedeutet, umso mehr Zeit ich nehme und nicht den Gedanken anspreche, ausspreche, konfrontiere, wird dieser Gedanke, der schlecht ist, noch sich intensivieren, in einen schlechteren Weg zu gehen. Und dann irgendwann mal wirst du merken, dass in dir Unfrieden ist, dass in dir vielleicht, sage ich mal, Bitterkeit ist, weil im wahrsten Sinne du einen Gedanken hast, den du nicht ausgesprochen hast. Was tut Jesus? Jesus ist kein Scheinheiliger. Jesus ist die Wahrheit. Was tut Jesus? Jesus ist in der Atmosphäre von Scheinheiligkeit. Sie haben etwas, sprechen es nicht an, aber haben ein Selbstgespräch. Aber was macht Jesus? Jesus sah ihren Gedanken und dann sagt er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Das bedeutet, Jesus hätte in diesem Moment die Atmosphäre lassen können und gehen können. Aber damit ist die Situation nicht geregelt. Aber eines der Dinge, die Jesus gemacht hat, er, der die Wahrheit ist, hat die Atmosphäre gebrochen, indem er ganz klar angesprochen hat, was hier gerade passiert. So, und wenn die Wahrheit in falschen Atmosphären kommt, werden falsche Atmosphären gebrochen. Manche Leute natürlich haben Schwierigkeiten zu konfrontieren. Es gibt die direkte Person, die sowas machen kann, aber meistens verletzen sie andere Personen. Das bedeutet, es gibt Menschen, die so ein Stück weit diese Gewohnheit schon antrainiert haben, wenn etwas nicht stimmt, es anzusprechen. Aber die Art und Weise, wie sie es ansprechen, ist destruktiv und sie zerstören und verletzen manchmal Leute. So, und es gibt andere Leute, die sowas eigentlich nie machen. Das sind Leute, die immer wie so weggerannt sind. Immer weggerannt sind. Ich merke etwas, ich sehe etwas, aber ich muss hier wegrennen. Denn hier wird es immer mehr mit den Gefühlen. Du merkst immer so, die Spannung wird immer größer, du wirst immer nervöser und du bist immer weggerannt. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dich auch in deinem Charakter darin verändern. Wenn du immer weggerannt bist, möchte Gott dich darin konfrontieren, in deinen Gedanken, um dich freizusetzen, genauso zu sein wie Jesus, fähig zu sein, Dinge anzusprechen. Wisst ihr, wenn du die Dinge nicht ansprichst, passiert etwas. Und das, was passiert, ist, dass du verletzt bleibst. Dass du enttäuscht bleibst. Das bedeutet, du kommst in einen Zustand hinein, von dem es schwierig ist, rauszukommen. Damit es nicht zu schwer ist, aus gewissen Zuständen rauszukommen, ist es wichtig, ganz schnell Dinge zu behandeln, die dabei sind, dich in einen Zustand hineinzubringen, der nicht gut für dich ist. Deswegen, wenn du nicht die Gewohnheit hast, möchte ich sagen, dass Jesus dich trainieren möchte, dich verändern möchte, in deinem Herzen freimütig zu sein. Ist es nicht das, was wir in der Apostelgeschichte lesen? Sie waren freimütig, als sie das Wort verkündigten. Diese Freimütigkeit, von wem kam das?
Es kommt vom Heiligen Geist. Und ich möchte sagen, der Heilige Geist kann dich transformieren. Wenn du jemand warst, der mit deinem Mund ständig Leute verletzt hat, kann der Heilige Geist dir ein anderes Mundwerk geben. Er gibt dir eine andere Sprache, eine andere Zunge. Und du wirst merken, dass du sprechen kannst, ohne dass du noch mehr zerstörst, sondern dass du anfängst aufzubauen. Und wenn du jemand gewesen bist, der die ganze Zeit weggerannt bist, wirst du merken, dass der Heilige Geist dir die Kraft gibt. Wisst ihr, die Kraft, die wir vom Heiligen Geist bekommen, ist nicht nur um zu predigen, ist nicht nur um Kranke zu heilen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes ist da, damit wir in unserem Alltag fähig sind, so zu sein wie Jesus, so zu wandeln wie Jesus, so zu leben wie Jesus, so zu sprechen wie Jesus. Das bedeutet, die Kraft Gottes in uns verändert uns in unserem Charakter, so zu sein wie Jesus. Eines der Dinge, die wir verstehen müssen, Jesus spricht weiter über Gedanken und spricht über die Gefahr der Gedanken. Gedanken sind unsichtbar. Gedanken sind nicht Dinge, die du siehst, aber in der geistlichen Welt sind Gedanken sichtbar. So, deswegen sagt er hier, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. So, und hier spricht er was? Nochmal die Ebene der Gedanken. Weil auf der Ebene der Gedanken kannst du noch die Katastrophe verhindern. Auf der Ebene der Gedanken kannst du in dem Sinn hindern, etwas zu tun, was du dir fest vorgenommen hast. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, Wächter über unsere Gedanken zu sein. Wisst ihr, wenn wir Wächter über unsere Gedanken sind, sprechen wir mit Gott, sprechen wir mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann unsere Gedanken filtern. Und wenn der Heilige Geist unsere Gedanken filtert, wird das, was aus unserem Munde kommt, anders sein, als wenn der Heilige Geist es nicht filtert. Denke über dein Leben nach, wie du unbedacht gesprochen hast, wie du unbedacht Dinge oder Handlungen gemacht hast. Das bedeutet im wahrsten Sinne, du hast nicht darüber gewacht, über die Gedankengänge, in die du gegangen bist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, nicht bei den Handlungen zu agieren, sondern in den Gedanken zu agieren. Eines der schwersten Dinge, um Veränderung in dir zu bringen, ist es, Veränderung zu bringen, wenn es in Gedanken sind. Diese Gedanken sind sehr verbunden mit Emotionen. Die Emotionen bestätigen deine Gedanken. Und es ist so, als würdest du einen Kampf gegen dich selbst haben. Und das nennen wir das Werk des Fleisches. So, deswegen sagt Jakobus, es ist nicht die Sünde, sondern es ist das Fleisch, was uns zur Sünde verführt. Aber der größte Kampf ist gegen unser Fleisch. Gegen unser Fleisch, welches eine Gewohnheit hat, immer wieder zu lästern. Immer wieder zornig zu sein. Immer wieder gewisse Eigenschaften zu haben, die dich zurückziehen, weil die Gewohnheiten schon viel zu lange sind. Aber heute beruft dich der Herr und sagt, werde ein Wächter. Sprüche 3 bis 5 offenbart uns den Dilemma, den Kampf zwischen den geistlichen Menschen und zwischen der Person, der mit dem Verstand wandelt. So, die Bibel sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. So, der Verstand ist in dem Sinn eine göttliche Gabe, okay? Wir reden hier nicht in dem Sinn, dass der Verstand ungültig ist. Es ist wichtig, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und der Verstand ist eine Gabe Gottes. Aber das Problem in dem Verstand ist, dass wir in einem Krieg sind mit dem geistlichen Willen und das ist dem Herrn zu vertrauen. Auf der anderen Seite möchtest du dem Herrn vertrauen, aber auf der anderen Seite ist dein Verstand, der Überhand nimmt und der dich führt, der dich leitet und der dir logische Schlüsse gibt. Logische Schlüsse sind nicht schlecht, aber es ist ein Problem, wenn die Logik über dein geistliches Verständnis ist. Und manchmal ist es so, dass die Logik Überhand genommen hat, weil du berechnest, weil du kalkulierst, weil du anfängst in dem Sinn alles in die Hand zu nehmen und den Platz Gottes zu rauben. Und deswegen ist es schwer, immer wieder zu lernen zu vertrauen, immer wieder zu lernen, deine Gedanken dem Geist Gottes zu unterordnen. Und in diesem Kampf bist du berufen zu siegen. Du bist berufen, in der Geistlichkeit zu stehen oder du bist berufen,
die Logik zu überwinden. Ich möchte dir etwas sagen. In der Logik ist es so, dass die Logik dir Dinge erzählt und dir Dinge berichtet, wovon du sagst, das ist der Grund, warum ich eine Sache für Gott nicht machen kann. Aber wenn du geistlich siehst, wird der Geist Gottes dir eine andere Wahrheit erzählen. Und er wird dir sagen, ja, es ist wahr, ich verstehe, was du argumentierst, aber wenn du dies und das machst, wirst du schaffen, das zu tun, wovon du gerade wegläufst. Verstehen wir? Wir sind in einem Krieg der Gedanken. Der Gedanke befriedigt dein Fleisch. Aber der Geist ist gegen das Fleisch. Und der Geist gibt dir immer wieder Lösungen. Und irgendwann mal magst du keine Lösung, weil du sagst, nein, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ich möchte so bleiben. Manchmal ist es ein gutes Gefühl, sozusagen. Es ist so, als würde alles unmöglich sein. Es ist so, als würde es nicht weitergehen. Weil ich habe alles getan, ich habe alles versucht und so weiter und so fort. Und man bleibt in der Position und sagt, ja, ich habe alles getan, was soll ich denn machen? Und der Geist Gottes kommt, okay, du hast alles gemacht. Ich sage dir einen anderen Weg hier. Wenn du das und das tust und dann sagst du, nein, 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 nein. Das bedeutet, man ist in einem Kampf mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch auch da ein Beispiel geben von einer Geschichte in Lukas Kapitel 9. Ihr könnt es notieren ab Vers 10 bis 13 und so weiter und so fort. Was ist mit den Aposteln? Die Apostel waren da, sind von Jesus geschickt worden, rauszugehen, um das Evangelium zu verkündigen. So, was haben die Apostel gemacht? Sind rausgegangen. Eigentlich die Apostel, die waren ja die ganze Zeit nur Begleiter von Jesus. Die haben eigentlich gesehen, wie Jesus die ganze Zeit gearbeitet haben. Und sie haben all die Zeichen und Wunder gesehen, haben die Lehre gesehen und waren eigentlich mehr so Begleiter. Okay, vielleicht das Leben mit Jesus auch anstrengend, weil er von Ort zu Ort hingeht, aber sie waren eigentlich Begleiter. Und was passiert jetzt? Jetzt sagt Jesus, okay, wir drehen den Spieß um. Ihr sollt jetzt gehen, predigen, ihr sollt jetzt lernen, ihr sollt jetzt beten, ihr sollt jetzt all die Dinge tun, die ich getan habe. Und als sie das getan haben, kamen sie zurück. Und als sie zurückgekommen sind, waren sie voller Freude und sagten, wow, Dämonen wurden ausgetrieben, Leute wurden geheilt, wir haben das Wort verkündigt, wir haben so viele Dinge getan. Wisst ihr, manche Erfolge, die wir geistlich machen, manche Erfolge, die wir geistlich mit Christus erleben, ist eigentlich nur die Tür für etwas Neues, was Gott vorbereitet hat. Eines der Dinge, die wir manchmal tun, wenn wir gewisse Dinge mit Christus erleben, dass wir hüpfen, dass wir sagen, wow, wie ich das erlebt habe. Und wisst ihr, was Jesus Christus gemacht hat? Jesus Christus hat sie genommen und sie waren an einem einsamen Ort der Ruhe. Ein Ort der Ruhe. Jesus nahm sie in die Ruhe mit. Okay, ich höre euch zu. Ich höre, was ihr erlebt habt. Ich höre eure Gedankengänge. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, wie lange diese Ruhe war. Auf einmal sagt Vers 11, als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Es ist hier so etwas, so ein Kontra. Erstmal haben sie die Ruhe und auf einmal kam das Volk. Und als das Volk kam, was machte Jesus? Er kam aus seiner Ruhe heraus und er fing an zu dienen. Wir müssen verstehen, manchmal gibt es Momente, wo sich Jesus zurückgezogen hat und da war er wirklich zurückgezogen. Da konntest du tun und machen, was du wolltest, er kam nicht raus. So, aber es gab andere Momente, die wir sehen in der Bibel. Er hat sich zurückgezogen, sie waren an dem Ort der Ruhe, in einem Chill-Modus zu sagen, wir setzen jetzt unsere Füße hoch und wie schön, was wir alles so erlebt haben. Und auf einmal ist Jesus wieder aktiv. So, und während Jesus aktiv ist, passiert etwas. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse doch das Volk, lass das Volk doch gehen. So, nach dem Motto, wir sind in einer komfortablen Situation, in einer Zone, wo wir schon etwas erlebt haben. Wir brauchen nicht noch mehr Stress, Jesus. Wir haben schon erlebt, was wir erleben wollen, aber jetzt ist doch der Moment, dass die gehen sollen. Kennen wir das? Jesus sagt, er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Versteht ihr, was hier Jesus eigentlich tut?
Sie wollen sich gedanklich von einem Problemfall oder von gewissen Sachen, die jetzt unpassend kommen, distanzieren, um zu sagen, es ist nicht der Moment, es ist nicht der Moment, bitte lasse sie gehen. Und Jesus wusste in dem Sinn, was in ihrem Herzen ist, und er kannte ihre Gedanken und er sagte, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Ach, Jesus, das ist so unpassend. Wie? Es ist schon spät. Es ist schon viel zu spät. Wir haben schon dies und jenes erlebt. Aber jetzt sollen die einfach gehen. Aber Jesus sagt, ihr habt die Lösung. Was wir hier als geistliche Lektion verstehen, die Gedankengänge Jesus sind nicht deine Gedankengänge. Die Pausen, die du setzt, sind manchmal eigene Pausen. Und manchmal, wenn du eigene Pausen setzt, gehst du an das vorbei, was Jesus jetzt gerade wieder neu machen möchte. Sie haben sich gefreut über ein paar Dämonen, die weggegangen sind. Aber Jesus, was er tun wollte, ist, dass 10.000, 15.000 Menschen, die da sind, alle übernatürlich von Brot und Fisch versorgt werden. Das bedeutet, in dem Moment, wo sie sich gesagt haben, nein, lasse sie gehen, wären sie dabei, vorbeizugehen an eines der Wunder, die wir heute im 21. Jahrhundert immer wieder predigen. Jesus hat Brot und Fisch vermehrt für 5.000, es waren ca. 10 oder 15.000. Und deswegen ist es absolut wichtig, Gemeinde, dass wir lernen, sensibel auf den Heiligen Geist zu hören. Nicht nur auf unsere Gedanken zu hören, nicht nur auf unserem Körper zu hören. Ja, unser Körper braucht Ruhe, unser Körper braucht auch eine Erholung. Aber der geistliche Mensch hört nicht nur auf seine Seele, sondern er hört auf das, was die Stimme Gottes sagt. Und wisst ihr, wenn Jesus sagte, ihr sollt jetzt in dem Sinn dafür sorgen, ist es so gewesen, dass sie im wahrsten Sinne nichts hatten. Sie hatten kein Potenzial, um all die Leute zu erfüllen. Aber Jesus sah ein Potenzial. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, etwas zu tun, du benötigst nicht all die Provision zu haben. Du benötigst nicht all das zu haben, was man natürlich haben möchte. Aber wenn er gesagt hat, dann ist es so. Er selber wird dafür sorgen, dass irgendjemand anders 5 Brote und 2 Fische hatte. Sie haben nach links und nach rechts geschaut und haben sich gedacht, wir haben doch gar nichts. Wir haben nichts. Aber Jesus wusste, dass es jemand ein kleines Kind geben würde, der vor Ort sein wird und der das Fundament oder das Potenzial hat, 5.000 oder 10.000 Menschen zu ernähren. Sehen wir manchmal, wie wir manchmal an Dinge vorbeigehen, weil wir so logisch gedacht haben. Sie haben logisch gedacht, es ist dunkel, es ist spät, es ist müde. Aber das war nicht das, was Jesus gedacht hatte. Jesus sah eine Potenzial, eine Möglichkeit, sich nochmal neu zu verherrlichen. Deswegen ist es wichtig, liebe Gemeinde, in dieser Zeit sensibel zu sein zu den Gedanken Gottes. Und ich möchte dir sagen, selbst wenn du müde bist, kann Gott dich manchmal übernatürlich mit Kraft erneuern. Selbst wenn du nicht mehr kannst, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Aber das, was Gott tut, wenn er das wirklich möchte, so musst du ihm vertrauen, dass er dich ausrüstet und dass er dir alles gibt, um das zu tun, was er möchte. Deswegen sagt die Bibel, es ist weder durch Herr, weder durch Kraft, aber durch seinen Geist. Am Ende des Tages wirst du erkennen, dass es nicht deine Kraft ist. Am Ende des Tages wirst du dich nur erinnern, wir waren so wie die Jünger und wir wollten einfach sagen, Jesus, tue diese Sache. Aber Jesus sagt, hey, ich möchte es mit dir tun. Ich möchte es mit dir machen. Er möchte mit dir zusammenarbeiten. Ja, alleine, das wäre viel zu einfach. Aber er braucht dich, um mit dir als Mensch zu arbeiten. Und so sehen wir, dass in dem Sinn das Wunder passiert, wo er uns unsere Gedanken erneuert. Die Bibel sagt selbst, dass Jünglinge müde werden. Aber die, die dem Herrn vertrauen, werden wie ein Adler sein und werden aufsteigen wie ein Adler. Aber wie steigst du wie ein Adler aus? Das ist nicht deine Kraft. Es ist nicht, weil du vielleicht jetzt 15 Stunden geschlafen hast, sondern es ist eine übernatürliche Kraft. Manche Dinge kannst du nur erleben, wenn du es zulässt.
Manche Dinge kannst du nur erleben, wenn du dich bereit machst. Manche Dinge kannst du nur erleben, wenn du deine Gedanken zur Seite tust und hier sagst, hey, es ist deine Mission, es ist deine Aufgabe, gebe mir das, was du benötigst, weil ich unfähig bin. Und ich möchte dir sagen, umso mehr Wunder du mit Gott erlebst, umso demütiger wirst du. Weil du ständig erkennen musst, wie unzulänglich du bist, wie müde man ist, wie ich es eigentlich keine Lust oder wie ich eigentlich nicht kann. Aber die Gedankenerneuerung macht uns offen für die Dinge, die der Herr in uns machen möchte. Deswegen sagt 1. Korinther 2,13, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Paulus geht auf das Gleiche zurück und er sagt, es gibt eine Lehre des Heiligen Geistes. Und die Lehre des Heiligen Geistes ist eine andere Lehre als dein Verstand. Und die Frage ist, ob du erlaubst, dass der Heilige Geist dich lehrt. Das heißt im wahrsten Sinne, der Heilige Geist möchte dich belehren, aber du musst bereit sein, um zu sagen, ich nehme deine Lehre an. Wisst ihr, die Dinge, wovon ich gerade spreche, hat mit Offenbarung zu tun. Du wirst es nicht in deiner Logik verstehen. Wir sagen, ja, es macht Sinn, es ist gut. Aber wenn du keine Offenbarung davon hast, wenn du nicht vom Heiligen Geist gelehrt bist, wenn er dir nicht die Augen aufmacht, wird es für dich nur eine Last oder Gesetzlichkeit zu sein. Wenn es in dem Sinn die Offenbarung des Heiligen Geistes ist, wirst du verstehen, dass es keine Gesetzlichkeit ist. Wirst du auch nicht verstehen, wirst du auch verstehen, dass es in dem Sinn nicht menschliche Kraft ist, sondern dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist. Wisst ihr, es gibt genug Leute, die in dem Sinn Gedanken haben, in dem Sinn, ich habe gewisse Leute gesehen, ich habe gesehen, wie die sich hingegeben haben und ich habe gesehen, wie sie Burnout hatten. So, manche Dinge, die du gesehen hast, können für dich auch eine Botschaft sein. Du sagst, weil er Burnout hatte, will ich mich in dem Sinn zurückhalten, um nur in Maßen das zu tun, was ich tun sollte. Aber ich möchte dir sagen, dass es auch genügend Beispiele gibt von Leuten, die kein Burnout haben. Genau für genügend Beispiele von Leuten, die mit der Kraft des Heiligen Geistes wandeln, eine gesunde Familie haben. Es gibt eine Person, wo ich sage, hier ist Respekt, es ist ein Arzt. Ein Arzt, den ich kenne, ist ein Freund von mir. Und wir wissen, was für eine Aufgabe ein Arzt hat, was für eine Verantwortung er hat. Ich sehe sein Haus, seine Familie und ich sehe auch gleichzeitig seinen Dienst und seine Hingabe für Gott. Und ich denke mir, habe mir gesagt, als Arzt, okay, wenn ich spreche, man wird sagen, ja, das ist Pastor, aber wenn er spricht, er ist Arzt, er ist mitten im Leben, aber seine Hingabe ist nur, weil er Offenbarung vom Heiligen Geist verstanden hat. Das bedeutet, auch die Power und die Kraft, die er hat, ist vom Heiligen Geist gegeben. Denn ohne die könnte er das nicht managen. Gleichzeitig Arzt zu sein, gleichzeitig seine Familie zu führen, gleichzeitig aber auch in dem Sinn voll für den Herrn hingegeben zu sein. Und ich möchte dir sagen, egal was für eine Arbeit du hast, egal was du tust, der Heilige Geist möchte dir Weisheit geben, möchte dir Kraft geben, so dass du im wahrsten Sinne, egal an welchen Orten, dass du das tun kannst, was er von dir erwartet. Und ich möchte dir sagen, wenn du keine Strategie hast, der Heilige Geist wird dir eine Strategie geben. Er ist derjenige, der Wege kennt. Er ist derjenige, der Möglichkeiten. Aber du musst darin dürsten, du musst Hunger haben. Wenn du sagst, ich habe schon alles versucht, aber und bist in deinen Gedanken depressiv und so weiter und so fort und du erlaubst nicht, dass der Heilige Geist mit dir arbeitet, so wird er auch nichts tun, sondern er ist dabei, Dinge mit dir zu tun, um vielerlei Leute freizusetzen. Ich glaube an finanzielle Freisetzung für viele Kinder Gottes. Ich glaube an Positionen und Berufen, wo er dich stellt, wo du in dem Sinn nicht als Sklave arbeitest, sondern als jemand, der Freiraum hat, zu entscheiden, um das Reich Gottes voranzubringen. Vielleicht ist es nicht etwas, was jetzt passiert, aber etwas, was der Heilige Geist mit dir vorbereitet. Möchte. Und wenn du von Anfang an schon sagst, es ist alles so schwer, höre bitte auf die Stimme des Heiligen Geistes. Er hat immer einen Masterplan. Er hat immer eine offene Tür. Er hat immer eine Möglichkeit. Er kann Dinge möglich machen, die unmöglich sind. Wenn wir ihm vertrauen und glauben, wird er einige von euch heute überraschen. Es ist nicht einfach, aber der Herr drückt heute manche heute in eine neue Phase, in eine neue Zeit mit Gott zu gehen. Wisst ihr,
Matthäus 37 sagt, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. So, und hier kommt wieder das Denken hinein. So, das bedeutet eigentlich, was Gott fordert, jetzt kannst du da sein und zu sagen, boah, ich schaue jetzt mein Leben, ich schaue mal meine Liste, ich schaue meine To-Do-Liste an und so weiter, wo soll ich anfangen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Gott gar nicht so in diese Richtung gehen möchte. Das, was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir ihn lieben. So, da fängt er und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Vielleicht nicht nur im Herzen, in deiner Seele, aber auch mit deinen Gedanken. So, das bedeutet im wahrsten Sinne, damit du dahin kommen kannst, musst du einfach Gott lieben. Und auch die Liebe ist eine Gabe, die Gott dir gibt, weil du nicht fähig bist, Gott zu lieben, wie er möchte, dass du ihn liebst. Deswegen sagt Römer 15,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Seht ihr, wie Gott arbeitet? Gott fordert etwas von dir, obwohl er es dir gegeben hat. Er fordert nichts von dir, was du nicht hast. Er fordert nichts von dir, was du nicht fähig bist. Weil er weiß, dass es mühselig, dass es schwer ist. Deswegen sagt er, ihr, die ihr müde seid und mühselig, komme zu mir und ich werde euch was? Wahre Ruhe geben. Wir suchen diese Ruhe, aber diese Ruhe ist nicht außerhalb seines Werdegangs, seiner Führung, seiner Leitung. Wir brauchen seine Führung, damit wir wahrhaftige Ruhe haben. Alles andere ist Menschenmacherei. Und die Liebe, die du brauchst, wird dir geschenkt durch den Heiligen Geist. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der für alles sorgt, der uns versorgt hat und uns nicht ausbeutet an Kraft und hier muss ich noch was tun, da muss ich noch etwas tun. Nein, er ist ein liebender Gott. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist strenger. Manchmal haben wir das Gefühl, oh, noch mehr. Aber im wahrsten Sinne, alles, was Gott fordert, hat er dir gegeben und sagt, Heiliger Geist, gebe ihnen diese Liebe. Ich gieße die Liebe in ihrem Herzen. Und wenn die Liebe in ihrem Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, was können sie? Mich lieben, wie ich es erwarte, von ganzem Herzen, von der ganzen Seele und jetzt auch mit deinen Gedanken. Halleluja. Das ist das Wunder Gottes, welches er in uns bewirken möchte. Wenn Gott anfangen möchte, Gedanken zu verändern, dann fängt er mit dem an, was er schon in dir gelegt hat. Und der Heilige Geist lebt in dir. Und wenn du sagst, ich habe und ich spüre diese Liebe nicht gerade, wird er dir sagen, spreche zu dem Heiligen Geist. Ich habe dir diese Liebe gegeben. Manchmal müssen wir das annehmen und sagen, hey, ich brauche nicht neue Liebe, sondern die Liebe ist schon in mir. Öffne mir die Augen für die Liebe, die du mir gegeben hast. Und ich bin davon überzeugt, dass manche anfangen werden zu weinen. Nicht, weil einer prophetisch gesprochen hat. Nicht, weil vielleicht jetzt in dem Sinn Gott jetzt heruntergekommen ist, in mächtiger Offenbarung, aber weil Gott sich in seiner Liebe offenbart und dir den Schleier wegnimmt, den der Feind dir manchmal aufgesetzt hat. Der kommt, um dich zu verblenden und setzt einen Schleier. Gott liebt dich nicht. Gott sieht dich nicht. Gott kennt dich nicht. Aber wenn du anfängst, solche Gebete zu tun, fängst du an, den Schleier wegzureißen. Und der Heilige Geist kann seine Liebe aufblühen lassen. Und auf einmal fängst du in einer Romanze mit Jesus zu sein und sagst, wow, Jesus, I love you. Wow, oh, Jesus, wie schön du bist. Wie wunderbar du bist. Da ist kein Chor, aber du hast keine Stimme. Aber du selber erhebst deine Stimme und sagst, oh, wie schön dieser Name ist. Wie schön ist dieser Name ist. Es geht nicht um die Stimme, sondern es geht um das Herz. Und wenn dein Herz stimmt, so wird alles offenbar, was Gott dir gegeben hat. Wir dürfen nicht blind sein für das, was Gott uns schon gegeben hat. Wir dürfen nicht blind sein für das, was schon in uns ist. Manchmal fehlt es uns an Offenbarung. Deswegen sagte auch Paulus in Epheser, dass er uns erleuchte, dass Christus uns erleuchte. Immer wieder Erleuchtung. Wir brauchen diese Erleuchtung. Wenn du in dem Sinn in einer Phase bist und du denkst und sagst dir, alles ist schwer, alles ist schlecht, so sage Christus, erleuchte mich. Ich möchte sehen, wie du mich siehst. Ich möchte erkennen, wie
wie du mich erkannt hast. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich sehen. Und ich bin überzeugt, das Wunder, was er tun wird, ist, dass du erkennen wirst, wer du wahrhaftig bist. Du bist nicht irgendjemand. Du bist Gottes Kind. Und Gott möchte, dass du mit seinen Gedanken wandelst. Dass du nicht mit deinen menschlichen Gedanken wandelst. Dass du nicht mit den Gedanken wandelst, welches dir Menschen in der Woche sagen. Es gibt bestimmte Leute, die dir bestimmte Worte sagen. Die Arbeit, dort hörst du gewisse Worte. Vielleicht Briefe und so weiter, die geben dir auch gewisse Worte. Oder manchmal auch in der Familie, wo auch immer, wo man sagt, du bist ein Nichtsnutz. Aber du bist nicht abhängig von diesen Worten. Du bist abhängig von den Worten Gottes. Du bist ein Königskind. So wie er ist, so bist du. Du läufst in der DNA deines Vaters. Und Gott wird nicht honoriert, wenn du mit einem gebückten Kopf da bist und die ganze Zeit depressiv und die ganze Zeit auf Gedanken hörst, die nicht deine sind. Wenn du solche Atmosphären hast, so sagt die Bibel, ich habe die Autorität gegeben, über Schlangen, über Skorpione zu wandeln. Wenn der Feind dich darin bekämpfen und klein machen möchte, um dir zu sagen, du bist kleiner, du bist noch kleiner, du bist doch nichts und so weiter und so fort. Falsche Gedanken, die nicht Teil deiner Identität sind, müssen weggeworfen werden. Du musst immer wieder aufstehen. Wenn der Feind dich zu Boden bringt, stehst du auf, du schaust ihn ins Angesicht und du sagst, Römer 16, du bist unter meinen Füßen. Du bist unter meinen Füßen. Nichts steht über dich. Du hast den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du bist der Himmel und Erde geschaffen hat. Halleluja. Und es ist wichtig, dass du in dieser Autorität wandelst. In dieser Autorität wandelst, zu wissen, welche Gedanken du hast. Gott möchte, dass du die richtigen Gedanken hast, dass dich die Gedanken dieser Welt nicht einnehmen. Denn die Liebe Gottes ist in dir. Die Liebe Gottes ist in dir. Und wisst ihr, selbst 1. Korinther 14, 15 sagt, wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen. Ich aber will auch mit dem Verstand Lob singen. So, es gibt die Ebene im Gebet. Ich habe gesagt, du musst sprechen. Zu sprechen bedeutet zu beten. Es gibt eine Ebene des Gebetes, wenn es im Verstand ist, wo du überlegen musst, nachdenken musst, Herr, wie soll ich es ausdrücken? Und manchmal hast du nicht diese Worte. Manchmal fehlt dir diese Kraft. Manchmal fehlen dir diese Worte. Oder du denkst dir, du hast schon so oft diese Worte in dem Sinn wiederholt. Muss ich nochmal diese Worte wiederholen? Aber wisst ihr, 1. Korinther 14 geht es um das Gebet im Geist. Darin assoziiert auch Paulus das Sprachenreden. Das bedeutet im wahrsten Sinne, wenn du die Gabe der Sprachenrede hast oder die Sprachenrede hast, dann ist es der Moment, wo du nicht überlegst, sondern wo du da bist und einfach im Namen Jesus anfängst zu beten. Du überlegst nicht, aber du betest. Und es ist wichtig, wenn du diese Gabe hast, dass du sie aktivierst. Es gibt andere Leute, die nicht mehr in Sprachen beten oder zu viele Gedanken, die dazu geführt haben, dass du nicht mehr in Sprachen betest, aber nutze es. Manchmal musst du nicht in dem Sinn überlegen, was du betest, sondern du betest in den Sprachen. Sprache, betest, 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 betest. Und auf einmal kommst du in eine Atmosphäre, wo Worte kommen. Wo Worte kommen und du fängst ein Wort zu hören. Wenn du jetzt vielleicht nicht in Sprachen sprichst, ist das kein Problem. Die Bibel spricht auch in dem Sinn über das Lobsingen im Geist. Das Lobsingen im Geist. Es ist was anderes, als im Verstand zu singen. Ich weiß nicht, du musst nicht unbedingt Sänger sein, um neue Lieder zu singen. Du kannst in dem Augenblick, wenn du in Beziehung bist mit Gott, auch einfach nur, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Und aus diesen Worten merkst du auf einmal, als würdest du singen, als würdest du singen. Die Tonlage verändert sich und es verändert sich etwas, weil du nicht mehr im Verstand bist, sondern weil der Heilige Geist etwas Neues freisetzt. Und du merkst, du fängst an, in einen Lobpreis, in eine Anbetung hinein zu sein. Und wenn du darin hineingehst, wirst
wirst du auf einmal merken, dass eine neue, frische Salbung über dich kommt. Irgendwann wirst du merken, hier verspüre ich die Gegenwart Gottes, die ich über lange Zeit nicht verspürt habe. Hier habe ich Durchbruch, hier habe ich Begegnung, weil du anfängst zu verstehen, was es bedeutet, zwischen Verstand und dem Heiligen Geist zu wirken. Und wenn du diese Dinge verstehst, wirst du merken, dass sehr viel Freisetzung passiert. Dass sehr viel, dass Gott ausgießen kann. Dass wir auf einmal, selbst wenn wir eine Blockade gespürt haben, Blockaden durchbrochen werden und wir auf einmal da sind und sagen, ja Herr, ich verstehe deinen Gedanken. Ich verstehe deinen Willen. Manchmal gibt es so einen rebellischen Geist, der dann gehen muss. Dieser Geist der Rebellion, der dich dazu hinführt, Gott anzuklagen. Gott ist schuld. Warum hat er das erlaubt? Warum hat er dies erlaubt? Es ist der Geist der Rebellion. Es ist der Feind, der Überhand nehmen möchte. Aber wenn du als geistliche Person diese Dinge erkennst, fange an zu singen, selbst wenn es keinen Sinn macht. Fange an, das Wort Gottes auszusprechen, auch wenn es keinen Sinn macht. Fange an zu sprechen und zu beten. In einem bestimmten Moment wirst du auf einmal erkennen,